Soll ich meinen Kurs auf Udemy laden? Das ist eine Frage, die mir sehr, sehr oft gestellt wird und die ich heute gerne hier beantworten möchte. Herzlich willkommen zu einer weiteren Folge von Online Business and More. Udemy, für die, die den Namen noch nie gehört haben, also das ist praktisch wie die Academy for You, also mit einem U vorne geschrieben. Und Udemy, das ist die weltweit größte Online-Kursplattform. Und dort bin ich schon seit einigen Jahren, um es genau zu sagen, ungefähr seit 4 Jahren sehr vertreten. Ich bin die beste weibliche deutschsprachige Dozentin dort, bei weitem auch die beste österreichische. Und habe dort 55.000 Teilnehmer, die mir insgesamt einen Schnitt von 4,5 von 5 Sternen auf meine Kurse geben. Also viele Leute verbinden mich mit Udemy. Viele Leute, die jetzt irgendwo in meinen großen Programmen sind, sind ursprünglich über Udemy gekommen. Und deswegen eben ganz häufig diese Frage, hey Maike, ich habe da diesen Online-Kurs, soll ich denn den denn auch auf Udemy stellen? Und die wichtige Frage ist hier, was ist denn eigentlich das Ziel von deinem Online-Kurs? Also so ein Online-Kurs kann ja aus sehr verschiedenen Gründen erstellt werden. Also man kann sehr verschiedene Ziele damit verfolgen. Und Online-Kurse kann ich dir nur immer wieder anraten. Online-Kurse sind meine Spezialität. Online-Kurse können dir in sehr vielfacher Weise helfen. Aber es ist mal wichtig, was soll denn dieser Online-Kurs, den du eventuell auf Udemy stellen willst, was genau soll der denn für dich tun? Ich würde sagen, die 3 großen Ziele von Online-Kursen sind passives Einkommen aufbauen. Das ist das, was den meisten Leuten als erstes einfällt. Also einfach Geld verdienen, wenn du schläfst. Einfach deine Expertise verbreiten, wenn du schläfst. Das ist das nächste, einen Expertenstatus aufbauen. Und natürlich möchtest du auch mehr Kontakte, also mehr Interessenten und letztendlich mehr Käufer finden. Und wenn du das jetzt so überlegst, also diese 3 Punkte, die können natürlich alle, manche Kurse erfüllen alle 3, aber meistens hast du so ein Hauptanliegen. Deswegen jetzt schauen wir mal, wenn dein Hauptanliegen ist, einfach überhaupt einmal mit deiner Expertise, mit deiner Positionierung gesehen zu werden und dass Leute erkennen, dass es dich gibt und dass du etwas zu sagen hast zu dem Thema. Und da ist Udemy ganz klarerweise hilfreich. Also wenn dein Hauptziel ist, als Experte oder Expertin anerkannt zu werden, dann bist du da richtig. Also du kannst dir denken, so wie ich das vorher gesagt habe, also 55.000 Teilnehmer, die mir super Bewertungen geben, also einen Schnitt von 4,5, das ist natürlich ein extremer Social Proof. Und ganz insgesamt ähnlich, wie es auch bei Autoren ist, also bei Leuten, die ein Buch erstellt, geschrieben haben, ist es auch so, wenn du einen Online-Kurs zu einem Thema erstellst, dann kann man davon ausgehen, dass du zu diesem Thema wirklich was zu sagen hast. Und alleine das unterstreicht natürlich extrem deine Expertise. Also, wenn es darum geht, einen Expertenstatus hervorzukehren, ist Udemy eine gute Wahl. Und es sind auch wirklich ganz viele sehr, sehr bekannte Leute, auch mit Kursen auf Udemy. Mir fällt jetzt zum Beispiel der Seth Godin ein, also wirklich ein sehr bekannter Blogger und Querdenker. Und auch der hat zum Beispiel einige Kurse dort und viele andere bekannte Persönlichkeiten. Also das heißt, Expertenstatus-Check, ja, ist gut, dafür ist Udemy gut. Wie geht es darum, wenn es darum geht, einfach mehr Leute überhaupt über dich wissen zu lassen? Also das heißt, mehr Interessenten und potenzielle Käufer anzulocken. Und auch da kann man Udemy wirklich als Traffic-Quelle sehen. Also ich sehe es einfach als zusätzliche Traffic-Quelle. Allerdings nur, wenn du es richtig machst. Und was heißt jetzt richtig machen? Also Udemy erlaubt ja nicht, dass man da einfach jetzt irgendwo, also deine Tendenz wird ja immer sein, sagen wir mal so an, deine Tendenz wird ja immer sein, dass du haben möchtest, dass die Leute auf deine Seite kommen und auf deine Social Media kommen und so weiter. Und das kannst du aber nicht ganz so leicht machen, weil du darfst nicht einfach irgendwo einen Link setzen und die Kontakte auf Udemy sind die Kontakte, die Udemy gehören. Also du kannst zwar über das System Leuten schreiben, aber du bekommst nicht irgendwo die E-Mail-Adresse. Also wie kommst du jetzt an die Leute? Und da gibt es einfach die Möglichkeit, die Udemy offen gelassen hat, ist einfach, dass in der letzten Lektion kannst du quasi so eine Ressourcenlektion machen. Und in dieser Ressourcenlektion kannst du jetzt einfach sagen, so da kannst du quasi auf deine Seiten die Leute bringen.
Das heißt, es ist wichtig, wenn du jetzt irgendwie einen schönen Kurs auf Udemy hast, dass du auf jeden Fall in dieser letzten Lektion in irgendeiner Weise auf deine eigenen Seiten leitest. Durch ein Freebie oder durch ein günstiges Angebot für irgendeinen weiteren, einen aufbauenden Kurs oder so bei dir. Und genauso mache ich das schon seit vielen Jahren. Und wie schon erwähnt, also viele Leute, die ursprünglich mal auf Udemy irgendeinen Kurs, vielleicht sogar billig in einer Aktion von mir gekauft haben, sind heute auch in meinen teuersten Programmen drin. Also Udemy als Traffic-Quelle, ja, wenn du es richtig machst, dann ist das auf jeden Fall eine gute Sache. Und die dritte Frage, Udemy als Geldeinnahmequelle. Und ja, das ist natürlich das, was es leider nicht so spielt, um das gleich vorwegzunehmen. Also ich habe Ende 2015, Anfang 2016 begonnen auf Udemy. Damals war einiges noch sehr anders. Ich habe gleich im ersten Monat mit damals ein paar Kursen, die ich draufgeladen hatte, habe ich gleich im ersten Monat 3.000 Euro verdient und habe mir gedacht, juhu, jetzt habe ich den Stein der Weisen gefunden, das ist es. Nur kurz darauf hat Udemy seine ganze Politik geändert. Da gab es dann eine Zeit, wo Kurse nicht mehr als 50 Euro kosten durften. Das wurde dann wieder revidiert. Und ganz überhaupt, also Udemy ändert ständig die Spielregeln, das kann ich dir gleich sagen. Und vor allem, Udemy macht seit Jahren jetzt ständig Rabattaktionen. Also das heißt, es gibt die Online-Kurse eigentlich alle so zwischen 10 und 15 Euro. Das ist halt wirklich nicht sehr viel Geld, kann man nicht anders sagen. Gibt's keine Beschönigung. Musst du da mitmachen? Nein, du musst nicht mitmachen. Du kannst aber nur generell Ja oder Nein sagen. Also das heißt, du kannst nicht einzelne Kurse in diese Rabattaktionen reintun und einzelne raustun. Also das heißt, du setzt ein Häkchen für all deine vorhandenen Kurse und sagst, du machst mit bei diesen Aktionen oder nicht. Und die Dynamik, die da einfach passiert ist, wenn du, ich glaube 300 Euro ist jetzt mittlerweile die höchste Grenze, oder sind es nur 200, also wenn du einen Maximalpreis verlangst und nicht mitmachst bei den Rabattaktionen, dann wird erstens der Algorithmus von Udemy zeigt deine Kurse nicht an, wenn du nicht mitmachst bei den Rabattaktionen. Und zweitens gehen mittlerweile die Leute ja auf Udemy, um günstig Kurse zu kaufen. Das heißt, mit deinen 100 oder 200 oder 300 Euro stichst du da gewaltig heraus aus diesen anderen Kursen, die es alle gerade um 11,99 oder sogar um 9,99 oder sonstiges gibt. Also das heißt, es gibt ganz wenig Leute, die deinen Kurs um ein paar hundert Euro kaufen werden. Da, noch dazu gibt es ja immer diese 30-Tage-Geld-Zurück-Garantie. Also was dann oft passiert ist, dass sie es vielleicht kaufen, aber sich nachher das Geld zurückholen. Das willst du natürlich auch nicht haben. Also das heißt, es ist sehr, sehr schwierig, nicht bei diesen Aktionen mitzumachen, vor allem, weil dann eben dieser Udemy-Algorithmus total gegen dich arbeitet, weil er das einfach nicht unterstützen will. Mittlerweile ist es so, dass ich sehr viele Kurse drauf habe auf Udemy und ich verdiene jetzt, sagen wir so, ungefähr das, was vielleicht irgendein einfacher Angestellter im Monat verdient für 40 Stunden Wochenarbeit. Das kriege ich natürlich schon, aber mehr ist es auch nicht. Und das, jetzt habe ich gerade mal ein paar Kurse runtergetan, jetzt sind es gerade unter 50 Kurse, aber ich habe die meiste Zeit über 50 Kurse drauf gehabt. Da kannst du dir dann halt den Einzelpreis ausrechnen. Viel ist das nicht. Es gibt Leute, die gepusht werden von Udemy und das kann man nicht anders sagen. Also du brauchst nicht glauben, dass das jetzt irgendwo so eine ganz eine gerechte Spielwiese ist, sondern es gibt natürlich Leute, die von Udemy gepusht werden. Also zum Beispiel der Phil Ebener, mit dem habe ich auch persönlich Kontakt aufgenommen und habe auch zwei seiner Kurse auf Deutsch übersetzt. Das ist so das Paradebeispiel, das Vorzeigebeispiel. Der wird gepusht, auch im Österreich, nicht im Österreich, sondern im deutschsprachigen Raum werden eben Leute mit IT-Kursen extrem gepusht. Also das heißt, da passieren Sachen, die sind ja gar nicht in deiner, die kannst du nicht in deiner Macht, in deiner Kraft, dass du die beeinflussen kannst. Also das sind die Leute, die dann wirklich auch die Zehntausenden, also wirklich fünfstellige, sechsstellige Summen jeden Monat mit Udemy verdienen. Davon kannst du einfach nicht ausgehen. Also das heißt, wenn du so wie ich eben wirklich sehr, sehr viele Kurse dort hast, dann kannst du damit rechnen, dass das schon einmal so ein Gehalt ersetzt, ja, viel mehr aber auch nicht, außer du wirst eben lieb Kind bei Udemy. Aber wenn du jetzt wirklich diesen einen Online-Kurs oder was draufstellst, dann wirst du auf jeden Fall nicht reich werden auf Udemy, sondern das wird wenig Geld sein. Also wenn du 100 Euro im Monat verdienst, dann ist das wahrscheinlich schon viel sozusagen, ja. Also nur als Fazit jetzt nochmal, also um Reichweite zu gewinnen, um deine Expertise zu zeigen, um Social Proof zu entwickeln, ist Udemy super.
aber eben nicht dazu, um Geld zu verdienen. Das sind wirklich die Glückstreffer, wenn du eben wirklich da fleißig von Udemy selbst gepusht wirst. Und daher, also jetzt meine Lösung, die ich ja auch schon seit vielen Jahren habe, möchte ich dir einfach kurz mitteilen. Also bei mir ist es einfach so, dass ich sehr wohl trotzdem noch Kurse auf Udemy habe. Das sind einfache Kurse, das sind Anfängerkurse, das sind Technikkurse, keine Strategiekurse. Die bringen mir nach wie vor immer noch neue Leute in meine Funnels rein. Die bringen mir nach wie vor natürlich viel Social Proof. Ich werde nicht umsonst oft die Online-Kurs Queen genannt. Ja. Also das bringt mir natürlich viel Social Proof, auch dass ich diese sehr guten Bewertungen habe. Aber nachdem ich ja wirklich ein Online-Kurs-Business habe, das muss ja bei dir nicht so sein, vielleicht willst du nur diesen einen Online-Kurs haben, aber mein Online-Kurs-Business hat mit Udemy sehr, sehr wenig zu tun, sondern das findet auf meiner eigenen Plattform, auf meiner eigenen Member-Seite statt. Da sind die großen Kurse, die langen Begleitungen, da sind die strategischen Kurse, all das habe ich dort. Aber dass dort die Leute sind, hat oft damit zu tun, dass sie irgendwann einmal einen Kurs von mir im Angebot um 11,99 oder so auf Udemy gekauft haben. Also von dem her, denk nicht unbedingt nur in einem großen Kurs, sondern denk vielleicht, dass dein großer, dein Flagship-Kurs oder zumindest irgend so ein mittelpreisiger Strategiekurs oder was, den auf jeden Fall auf deiner eigenen Seite oder eben auf Coachee oder was es sonst noch gibt, also aber auf jeden Fall nicht auf Udemy zu stellen, aber vielleicht einen kleinen Appetizer, einen kleinen Anfängerkurs, der in dieses andere Thema dann rein lockt, ja. Also den könntest du durchaus auf Udemy stellen. Da kannst du dir sogar überlegen, ob du ihn kostenlos draufstellst, dann hast du noch viel mehr Leute. Das ist so, nachdem es eh sonst meistens nur 9,99 kostet, wenn du in den Angebotspreisen bist, ist das dann nicht mehr so viel Unterschied, ja. Aber dann würden es noch mehr Leute nehmen. Und von dort aus machst du dann entweder direkt Werbung in einem mittelpreisigen Kurs oder du hast noch einen Zwischenschritt, wie zum Beispiel ein Autowebinar oder was, in einen teuren Kurs. Und dann kann Udemy durchaus für dich Sinn machen. Ja, das war's heute mit dem Thema, soll ich meinen Kurs auf Udemy stellen? Und ich freue mich, wenn du auch nächste Woche wieder mit dabei bist. Bis ganz bald.